Willkommen, liebe Zuschauer, hier in der Pre-Zero Arena. Willkommen zu diesem Spiel bei bestem Fußballwetter. Toll, dass Sie dabei sind. Ich bin Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. TSG Hoffenheim gegen Bayern München. Also wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. Hoffenheim hat sich in der Bundesliga etabliert, aber der Schritt an die Spitze will nicht so recht gelingen. Ja, man fand sich immer wieder auch mal im Mittelfeld wieder. Und wir müssen abwarten, wohin die Reise geht. Aber es ist natürlich nach wie vor ein unglaublich ambitionierter Club. Hier haben wir die Aufstellung der TSG 1899 Hoffenheim. Sie wählen ein 5-3-2. Absicherung also in der Defensive. Aus der massiven Abwehr heraus sollen dann die Vorstöße kommen. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Sven Ulreich steht im Tor. Matthijs de Ligt spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Sadio Mané steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel. Und vorne versuchen sie es am heutigen Tage mit zwei Stürmern. Es kann losgehen. Anstoß Hoffenheim. Goretzka. Coman ist das jetzt. Kimmich. Musiala. Pavard. Jetzt schießt er. Damit hat er keine großen Probleme. Kimmich führt aus. Sadio Mané ist am heutigen Tag sicher einer der Hauptakteure. Einer der besten Spieler der Welt, gar keine Frage. Vor allem, wenn man sich ansieht, was der am Ball drauf hat. Munas Dabur. Der Schuss kann diesen Ball halten. Choupo-Moting. Da ist Coman. Da kommt der lange Ball zu Choupo-Moting. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Er holt sich diesen Ball. Jetzt kann sich hier eine Chance entwickeln. Ball geht an den Pfosten. Musiala. Gefährlich, der Steilpass. Gehalten, stark gemacht. Der Ball kommt rein. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Kimmich. Die Flanke geht in Richtung Choupo-Moting. Sie können klären. Musiala. Und gibt's jetzt die Führung. Erstmal geblockt. Angelino. Baumgartner. Ein guter Ball, das war's also erstmal.
abgefangen, dieser Ball. Frühes Stören jetzt. Akpoguma. Ballgewinn hier. Coman. Alles offen, sehr enges Spiel, aber wir würden uns natürlich wünschen, dass mehr passieren würde. Beide lauern, beide warten so ein wenig ab. Und sind wir ganz ehrlich, da haben wir schon interessantere Spiele gesehen. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Choupo-Moting, die Bayern, der Ball im Tor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. Hoffenheim ist in Rückstand geraten, nun geht es hier weiter. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Ganz kurze Nachspielzeit nur, eine Minute gibt es hier zusätzlich. Musiala, Choupo-Moting. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Bayern München geht mit einem Torvorsprung in die zweite Spielhälfte. Der Ball rollt in diesem Moment wieder. So, rüber, auf die andere Seite. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Benjamin Pavard. Und jetzt das Zuspiel für Choupo-Moting. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Sie können den Ball abfangen. Mané. Die Bayern im Vorwärtsgang. Chance für Musiala. Tor für die Bayern. Sagen, eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht zu parieren, das kannst du nicht halten. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Baumgartner. Da ist Kimmich. Coman. Pass bleibt hängen. Außen wäre jetzt der Platz da für die Hoffenheimer. Ist das der Anschlusstreffer? Jetzt sind sie dran. Noch ein Tor, dann haben sie den Ausgleich.
Ball kommt unheimlich wuchtig und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist dieses Tor nicht mehr zu verhindern. Das war also der Anschlusstreffer von Hoffenheim. Sie haben hier auf ein Tor Rückstand verkürzt. Mané. Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. Jetzt suchen sie die Lücke. Aber jetzt verlieren sie doch den Ball. Da hat dann doch die Präzision gefehlt. Spiel drüber zur anderen Seite. Kimmich. Viel mit Auge. Leichter Ball für Baumann, natürlich. Wird's jetzt gefährlich. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Musiala. Kingsley Coman. Ist das das Tor? Abseits angezeigt. Sie wechseln also aus. Angelino. Schönes Zuspiel. Gute Aktion. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Und das war's erstmal wieder. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Was machen Sie draus? Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Gleich wird hier ausgewechselt. Masraoui. Mané jetzt. Gutes Auge von Mané. Wir schauen noch mal auf die Entstehung dieses Treffers. Erst dieser Doppelpass und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. 6 Minuten haben wir hier noch. Da ist der Ball weg. Coman. Die Bayern über die Seite jetzt. Was für eine Chance. Parade kommt, aber weiter Gefahr. Er trifft den Pfosten. Erstmal keine Gefahr mehr. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieger dieser Begegnung heißt Bayern München. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist.